Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen beim neuen Foodtest hier auf dem Kanal Trommelwirbel. Wir haben das letzte Mal seit längerem wieder so chipsartige Lebensmittel getestet und heute geht's genau so weiter. Nur nicht mit irgendwie Fritz-Sticks oder so, aber mit der gleichen Firma, nämlich welche hatten wir, wisst ihr es noch? Funny Frisch. Ganz genau. Und heute geht's weiter mit Funny Frisch Cornados Sweet Chili Style. Bam! Und sogar noch neu. Also heute wieder mit dem Highlight, sag ich mal, selber noch nie gegessen. Ich glaube, die normalen Cornados von Funny Frisch habe ich schon mal gegessen. Das ist ja so eine Art Fake-Version von den von Lay's, ne? So ähnlich halt. Und ja, wir schauen uns jetzt mal die deutsche Version davon an. Funny Frisch, Cornados, Sweet Chili Style, Mais-Snack, knusprig, kross, geröstet. Ah, ist schon mal aus Mais und nicht Kartoffeln, okay. Ja, das ist die Vorderseite, wieder in diesem Grünton gehalten. So schauen diese Cornados aus, auch cool hier mit diesem Sweet Chili Pulver, was so außen rum geweht wird. Ist ganz cool. Hier haben wir eine Spitzpaprika, ich wollte es nur gerade sagen. Und hier haben wir noch eine normale gelbe Paprika. Ja, das war die Vorderseite. Rückseite haben wir hier Cornado Sweet Chili Style. Aus leckerem Mais geröstet und rundum intensiv gewürzt. Das macht unsere Funny Frisch Cornados zum freudigen Knabberspaß. Da bin ich mal gespannt. Genau, das habe ich letztens gar nicht gesagt. Hergestellt und vertrieben natürlich von der... Okay, vertrieben, also hergestellt von Funny Frisch höchstwahrscheinlich, vertrieben von der Intersnack mit dem Postfach 910460 in 51074 Köln. Schöne Grüße an alle aus Köln, liebes Intersnack-Team von Funny Frisch. Ja, könnte man ein bisschen transparenter machen, meiner Meinung nach, aber in welchem Zusammenhang jetzt Intersnack da was zu sagen hat oder Funny Frisch oder gehört Funny Frisch zu Intersnack, keine Ahnung. Naja, werden wir noch alles erfahren. Glutenfrei, für Vegetarier geeignet. Super, das ist die Verpackung. Und wir kommen jetzt zu den Nährwertangaben. Hier 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2102 Kilojoule bzw. 504 Kilokalorien. Hat man nicht letztens ein Produkt, was genau gleich viel hatte? Ich überlege gerade, aber spätestens dann beim Bearbeiten wird es mir auffallen. Aber ja, irgendwas sagt mir das. Fett haben wir 29 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 2,5 Gramm. Ja, ist schon ganz schön was, aber ist noch in Ordnung. Kohlenhydrate haben wir 53 Gramm, davon Zucker 7,4 Gramm. Auch krass, aber auf jeden Fall schon mal gut mehr Zucker als die Fritz-Sticks, muss ich sagen. Wisst ihr noch? Die haben nur 2 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Aber auch hier, ey, im Vergleich zu dem ganzen anderen Schrott, was wir sonst immer testen, echt vertretbar. Ballaststoffe haben wir 4,2 Gramm, Eiweiß haben wir 5,4 Gramm und Salz 2,2 Gramm. Das ist schon krass viel Salz immer bei den Chips, ne? Das fällt schon auf. Aber ansonsten, ey, auch hier voll okay. Echt voll okay, rein jetzt nur von den Nährwertangaben. Klar, die Kohlenhydrate ein bisschen arg viel, aber ansonsten echt voll okay. Deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat Maismehl, genau 50%. Das heißt, genau die Hälfte von diesen Cornado-Dingern besteht aus Maismehl. Dann haben wir Sonnenblumenöl, auch cool. Also was ist Maismehl? Ist jetzt nicht gerade cool, aber ist plausibel, passabel. Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke als dritte Zutat. Okay. Dann haben wir Zucker, Reismehl, Speisesalz, Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Gewürze, natürliches Aroma, steht nicht welches, Hefeextrakt, dann haben wir Chilipulver, Kräuter, Knoblauchpulver und als Farbstoff haben wir Paprikaextrakt. Also die Kräuter finde ich cool, das Chilipulver, also mit dem Sweet Chili, den Gewürzen, wie sie es jetzt alles so kombinieren, da bin ich echt gespannt. Aber auch hier im, am Ende Gesundheitsnote, ich kann da nichts empfehlen halt so, ne? Das ist ja schon klar. Aber trotzdem mit dem Maismehl, Sonnenblumenöl, so wenig Zucker, aber ist halt auch mal alles, auch alles sehr hart verarbeitet. Muss man natürlich auch bedenken. Gibt es von mir als Gesundheitsnote eine, ich gebe eine 4. Auch hier wieder ähnlich wie bei den Fritz-Sticks, einfach, es ist besser als die ganzen Gummibärchen, aber auf jeden Fall schlechter als... Wenn das ja sonst nochmal Bio wäre oder geschweige denn von ganz anderen Lebensmitteln. So, deshalb keine Gesundheitsempfehlung, aber wir machen das Ganze jetzt auf. Boah, das riecht wie beim Asiaten. So schaut das Ganze aus in der Verpackung. Seht ihr es? Sehr gut. Also wir haben hier wirklich ein bisschen dichter, gut dichter als die... Wow! Also... Riecht richtig wie so Sweet Chili.
Eine Mischung aus KFC und Japsen, Chinesen. Ohne Mist. Okay, aber also wirklich dichter als die von Lay's, musste ich hier gerade schon mal erwähnen. Ich weiß gar nicht, wie die von Lay's gerade heißen. Aber ihr wisst schon, welche ich meine. Jetzt bin ich auf den Geschmack gespannt und die Konsistenz. Ohne Mist. Leute, auch wohl. Boah. Richtig angenehme Konsistenz. Zerfällt sehr schnell. Geschmack kommt angenehm. Boah, schmecken. Ja, schmeckt gut. Einziges Manko bei mir, ein bisschen mehr Sweet Chili Style hätte ich mir gewünscht, aber sogar jetzt habe ich ihn noch auf der Zunge, also ist auf jeden Fall da. Es schmeckt echt gut, gefällt mir fast besser als die Fritz Sticks, ohne Mist. Doch, ich gebe die Geschmacksnote eine 1, Leute, also so für so Chipsartige Produkte, Snackprodukte, echt geil. Cornado Sweet Chili, leicht, minimalste leichte Schärfe hat man hier so. Dieser Sweet Style kommt auch gut durch. Die ganzen anderen Gewürze kommen gut durch. Hätte ich nicht erwartet. Also eine echt gute, also sehr gute Alternative zu den Lay's Tornado-Dingern da. Werden wir natürlich auch noch testen. Aber die gefallen mir schon mal echt. Leute, Geschmacksnote 1. Die werden auf jeden Fall auch noch aufgegessen. Aber dann natürlich am Ende keine Empfehlung. Wir haben hier eine Gesundheitsnote von 4. Das heißt, auch die werde ich danach tatsächlich nie wieder essen. So hart es klingt. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch was mit auf den Weg bringen konnte, dass ihr jetzt selber entscheiden könnt, muss ich die überhaupt mal essen oder nicht. Yeah, dafür bin ich doch da. Und ansonsten, ja, hoffe ich, das Video euch gefallen. Ich freue mich wie immer über ein kostenloses Abo. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder vorbei. Immer schnell, wir bleiben immer schön gesund ernähren. Und bis dann, Leute. Ciao, ciao.